Willkommen zurück, Leute, zu Fire Emblem Sacred Stones. Hier stehen wir also in Kapitel 8. In der Falle. Naja, sieht ganz so aus, als würde eher der Gegner hier in der Falle sitzen. Und ich sehe gerade, da oben sind ja auch Magier gekommen. Interessant, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber spannende Sache. Mit denen müssen wir also auch noch rechnen. Aber jetzt ist es erstmal Zeit, dass Ross noch ein wenig glänzt. Den stellen wir dorthin. Er hat noch seine Hacke, das heißt, er wird einen Gegner nicht doppeln und damit bereitet er ganz gut vor. Das gefällt mir an der Stelle nämlich ganz gut. Sehen wir mal, dass wir das ganz gut in den Griff bekommen, alles hier. So, ist wichtig, dass wir den hier später unbedingt seinen Dietrich abluchsen. Darauf habe ich es auf jeden Fall abgesehen. Naimi steht hier nicht unbedingt schlecht. Eventuell stelle ich hier Loot einfach in den Weg, oder? Für den Magier. Das könnte helfen. Gehen wir jedenfalls mal weiter. Müssen schauen, dass wir hier gut vorankommen. Na, hier kommt keiner hin, das ist auch sehr schön. Dann kann also auch Joshua gleich mal weitergehen. Und so kriegen wir alles gut unter Kontrolle. Na, wir könnten dann dort auch den anderen Magier mit Loot angreifen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, sich dorthin zu stellen. Ist doch ganz schick, will ich meinen. So, dann gehen wir hier runter mit Arthur. Und schlussendlich kommt hier noch der Heal für ihn. Und schon sieht die Situation super aus. Heute werden wir dieses Kapitel auch abschließen. Bin ich guter Dinge, dass wir das hinbekommen. So, Ross wird angegriffen. Sehr gut. Oh, Gegner hat sogar getroffen. Nicht schlecht. Aber wir doppeln jetzt hier nicht, weil die Hacke jetzt zerbricht. Und das ist auch gut so. Denn so können die anderen sich drum kümmern. Daneben, dafür wird der hier erledigt. Yep. Aber wir müssen aufpassen, Ross wird danach hier rausrotieren, deswegen sollte er auch nicht zu viel Mehrwert auf dieser Map jetzt noch generieren. Er hat mir nur das Heilmittel jetzt geklaut, das ist nicht besonders schlimm. Der Typ. Das kriegen wir zudem. Ja, kriegen wir es zurück? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ist auch egal. Jedenfalls. Warte. Ach, mein Inventar ist voll. Verdammt nochmal. Ich habe nicht darauf geachtet, dass in meinem Inventar kein Platz mehr ist. Das macht aber gar nichts. Wir sollten ja trotzdem ganz gut zurechtkommen. Nach dreimal Feuer ist dieser Typ erledigt. Und wir halten auch dreimal Donner aus. Kein Problem. Gut so. Das ging sogar daneben. Sehr schön. Sehr nützliche Sache. Da müssen wir jetzt nur schauen, wie wir es hier mit dem Trade machen. Könnte ja auch ein bisschen anschwächen schon mal. Ist vielleicht auch nicht unbedingt die schlechteste Idee. Ja. Man müsste eben entsprechend traden hier. Und das ist gar nicht so. Naja, gut, du bekommst jetzt nicht besonders viel ab, oder? 5 Schadenspunkte. Ja, das machen wir so. Das heißt, wir tauschen mal ganz kurz Zeugs rüber. Denn du sollst dir auf jeden Fall das andere Zeugs krallen, bitte. Dann hauen wir einen Blitz drauf. Ein zweiter Dietrich ist nämlich was Feines. Den habe ich gerne dabei. Deswegen hole ich mir den auf jeden Fall. Da führt kein Weg dran vorbei. So. Na dann, Colm. Colm muss auch noch ein bisschen rüberkommen dann. Machen wir das direkt so. Defensiv genug für eine Einheit bist du allemal. So. Her mit dem Dietrich. Sehr gut. Und schlussendlich darf Naimi hier ein bisschen snipen. Was perfekt aufgeht, wenn sie trifft. Gut so. Ja gut, das Heilmittel, das ist jetzt nicht besonders schlimm. Der Dietrich ist eh wertvoller. Kümmert mich jetzt nicht besonders. So ist der Dieb jedenfalls in unsere Richtung gekommen und nicht gleich in Richtung der Schätze gegangen. Das ist sowieso etwas optimaler. So, hier haben wir natürlich waffendreieckstechnisch ein paar Nachteile. Das ist aber nicht weiter dramatisch. Die kommen eh alle nicht nach unten. Das heißt, wir können Joshua relativ lässig hier reinstellen. Mit einem Panzerbrecher. Und Bams, erledigt. Feine Sache. Waffenlevel ging auch gleich nochmal hoch. Wie sieht es bei Ihnen aus aktuell? B, huh? Das ist ziemlich gut. Ja, Ross hat eigentlich nicht so viel zu befürchten. Wobei Resistenz 14 Schadenspunkte. Resistenz 3, ja, ja. 11 Schadenspunkte kommen da durch. Und der Typ hat leider einen Langbogen, anscheinend wieder. Gut, 13 ist natürlich wiederum absolut zu ertragen, aber
Ja, lassen wir es mal gut sein. Sind nur etwas vorsichtiger an der Stelle. Es schadet nicht. Und da unten können die Geschwister weiter nach vorne. Muss später noch ein paar Dinge an den Vorrat legen, so oder so. Mal sehen, wie sich die Situation so entwickelt. Aber ihr bleibt schön zusammen. Ebenso wie unsere Kavaliere oben. Die machen genau das Gleiche. Leider nerven mich die Langbögen doch ziemlich, muss ich sagen. Ich könnte mir hier schon mal Gegner anlocken, das würde durchaus gehen. Aber ich sehe gerade, wir haben ja gar keinen Langspeer dabei. Dann würde ich einfach mal sagen, Geduld zahlt sich aus, ne? So einfach ist das. Yep. So einfach, Leute. Wir sollten noch ein bisschen warten. Was sagt uns das? Na, ich kann oben dann auch später nochmal Loote heilen, je nachdem. Aber ich glaube, das ist gar nicht vonnöten, so oder so. Genau, die beiden stehen jetzt noch rum und ich glaube, es lohnt sich einfach nicht, jemanden anzulocken, oder? Na, wobei, das kann eigentlich doch nicht schaden unbedingt. Ich meine, du bist super defensiv. Die Rest ist halt 1 niedriger, wow. Mit 10 hier macht er eh nur 2 Schadenspunkte. Der hier macht halt ein bisschen mehr, mein Gott, aber es tötet uns jedenfalls absolut nicht. Deswegen gefällt mir das eigentlich, den Gegner mal anzulocken hier. Bessere Ausweichquote bitte mit Eisenschwert. Wichtig, Leute, ne? Immer darauf achten, dass die Angriffsgeschwindigkeit in den GBA-Teilen sehr stark beeinflusst werden kann. Deswegen lieber leichte Waffen mal equippen, wenn es darum geht, sich irgendwie defensiv aufzustellen oder eben auszuweichen. Das ist schon sehr wichtig dann, dass man sich da entsprechend vorbereitet. So, Lute kriegt noch ein bisschen was ab, aber vor allem kriegt er was ab. Das ist ganz schön. Nettes kleines Training für Lute nebenbei. Das läuft hier ganz gut. Aber das hier könnte wehtun, je nachdem. 66%ige Trefferchance, mal sehen. Er hat getroffen, okay. Gut, dann kommt gleich der andere hinterher. Aber so kommen wir auch mit Ephraim und Eirika etwas schneller voran. Deswegen gefällt mir das eigentlich ganz gut. So, ein zweiter Hit ist sehr gefährlich hier, glaube ich. Ja, die anderen sind auch sehr angeschwächt. Heilmittel hast ja du dabei, ne? Das könnte man eigentlich jetzt ganz gut mal ausnutzen. Ich meine, wenn es um Defensive geht, sind beide exzellent aufgestellt, so oder so. Ist das eine schöne Sache. Dann benutzt Eirika jetzt mal ein Heilmittel. Und die anderen ziehen wir jetzt mal zurück an der Stelle. Genau, das ist völlig in Ordnung so. Ja, die anderen können eh zu wenig Schaden machen. Und dann passt das schon. Kriegen erstmal noch ein bisschen was ab, aber nicht besonders lange. Kommst du bis dahin? Ja, du kommst auf dieses Feld, das ist noch wichtig. Und ansonsten stellen wir uns hier mit einem Langspeer auf. Wird wahrscheinlich jetzt Eirika angegriffen, aber das ist ja egal. So, einmal das Heilmittel rüber getradet. Und gleich benutzt. Gut, dann sind die da oben auch gut aufgestellt. Weiter geht es mit Lute. Die räumt jetzt den hier weg. Rums, so. Bitteschön. Ist doch ein Klacks für Lute. Dann können wir uns gleich um den Magier noch kümmern. Res 6 hat er allerdings. Wir machen auch hier 7 Schadenspunkte, aber der hat 22 Leben leider. Das heißt, hier brauchen wir 4 Hits. Die witzigerweise gerade so drinnen wären. Das ist ziemlich lustig. Okay. Alles gut kalkuliert. Das ist schön. Genau, später reißen wir die Wand auf. Das gefällt mir auch ganz gut. Naimi ist kurz vom Level Up. Das können wir auf jeden Fall noch ausnutzen, dass die ihr Level Up hier kriegt. Ja, bei Ross ist es eh erstmal irrelevant und ich würde sagen, mit ihm arbeiten wir uns drüben durch, mit Joshua. Das gefällt mir auch ganz gut. Vorsicht ist allerdings geboten. Gut, wir können auch einen in unsere Richtung locken. Solange wir nicht 2 runterlocken, ist es okay. Naimi, wie ist es mit dem Glückswert? Ja, der ist ordentlich. Kann man sich nicht beklagen. Da werden wir keinen Crit riskieren. Plus Support kommt natürlich oben drauf. Sehen wir doch mal, wie sie sich schlägt. Wow. Ja, na, das passiert dann. Dramatisch. Danke dafür. Yay. Oh Mann, ey. Da könnte man schon ausflippen bei sowas, ne? Das sind so die Momente, da zweifelt man an absolut allem. Warum? 1 KP. Oh. Diese
Echoes-Level-Ups, kann man schon sagen, ne? Meisterhaft. Immerhin enttäuscht du mich nicht. 3 Werte, das ist immer das, wo es anfängt, gut zu werden, ne? So gefühlt. Bei Echoes ist das dann awesome und hier ist das so, fängt mal an, gut zu werden. Bei Awakening ist es dann noch extremer, ne? Da haben sie auch nochmal gewaltig an den Wachstumswerten geschraubt. Mehr Belohnung für die Spieler, ne? Ist das dann? Ist dann der psychische Effekt? Na gut. Ja, wir kommen gut voran. Ah, natürlich muss unser guter Call mit rüber, das ist klar. Aber hier würde er eh erstmal nur eine Zielscheibe werden, wobei es spielt eigentlich keine große Rolle, ob der jetzt hier eine Zielscheibe wird. Ich meine, 13 Angriff. Hat eigentlich irgendwer noch Items dabei, die ich klauen kann? Habe ich gar nicht drauf geachtet auf der Map. Das kann sogar recht problematisch sein hier und da. Aber anscheinend hat niemand was großartig einstecken. Nicht, dass ich irgendwas verpasst habe. Das wäre ziemlich dramatisch sogar. Aber ich denke nicht sogar. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, sollte das der Fall sein. Das wäre natürlich etwas sad, aber wir werden sehen. Verteidigung 4. Das sind 9 Schadenspunkte. Das halten wir auf jeden Fall aus, wenn wir nochmal kurz hochheilen. Dann geht das. Dann können wir auch mit Colm ihn anlocken da drüben. Die anderen brechen später durch die Wand durch. Und dann sieht unsere Strategie doch eigentlich ganz schön aus soweit. Sollte keine großen Komplikationen geben. Aber, haha. Ja, so leicht ist es dann doch nicht, ne? Muss ihn auf jeden Fall hier aufstellen. Sonst wird es nochmal gefährlich. Und bitte das Eisenschwert. Wegen dem Con-Problem, dem beliebten, ne? Naimi macht jetzt hier etwas weniger Schaden, das ist aber nicht weiter dramatisch. Und ansonsten kann sich der Rest einfach mal schön hier aufstellen. Ganz lässig machen wir das. Ah, interessant, er geht sogar auf Ephraim, hätte ich ihn gar nicht zugetraut. Mal sehen, ob er auch trifft. Er hat getroffen, aber das kriegt er jetzt zurück hier. Oh, kritischer Langspeerwurf mit dem letzten Langspeer. Ha, auch nicht schlecht. Langspeer zerbrach. So, und gleich kommt natürlich der hier noch. Der ist allerdings harmlos. Oh, daneben. Putzig. Jo, da wird Colm auch angegriffen. Aber es ging daneben. Mit einem Stahlschwert hätte er wahrscheinlich mehr als 50% schon gehabt, ne? Das ist dann wieder ein feiner Unterschied. Oh, er hat sogar ein 1% Crit Chance noch drin. Nicht schön. Trotz allem. Das wäre es jetzt gewesen, ne? Oh, ja, wir können mit der Stahllanze eigentlich draufhauen. Wobei, wenn er das jetzt aushält direkt. Naja, ist egal. Dann brauchen wir hier auch nur ein bisschen länger. Das sind 91% mal 2. Geht doch. Easy. Und Ephraim steigt auf. Level 13 schon. Oh, KP und Stärke. Auch in Ordnung. Ja, Ephraim ist so super ausgeglichen einfach, das ist genial. Und Irika ist halt so ein Ausweichtalent, die aber bei mir jetzt relativ gute Stärke hat, also da kann man wesentlich mehr Pech haben mit Irika. Und sie bekommt später sowieso noch eine sehr starke Waffe, die ihre Stärke phänomenal ausgleichen wird. Da freue ich mich schon drauf, wenn das soweit ist, ohne jetzt mehr darüber zu verraten. Wir wollen ja nicht, dass es ein Spoiler ausartet, ne? Auch wenn wahrscheinlich die meisten sowieso mit Sacred Stones vertraut sind, die zuschauen. Aber eben nicht alle. So, das ist ein bisschen problematisch eventuell. Sehen wir mal. Ja, beide haben 6% Crit Chance. Wobei es bei Arthur relativ egal wäre, wenn er jetzt gecrittet wird. Dann kriegt er halt 18 Schadenspunkte. Unten steht nämlich direkt Natasha. Das bedeutet, das ist sowieso kein großes Problem. Deswegen machen wir das so. Und dann kann Naimi relativ sicher nämlich nochmal draufhauen. Das ist ganz schön. Und auch nur 84%, aber Ross zum Notfall nochmal reinstellen. Wunderbar. Naimi rotiert, glaube ich, dann im Folgekapitel raus, ne? Je nachdem. Gut, kommt natürlich drauf an. Habe ich es gerade nicht mehr im Kopf. Wer wann wie joint. Das wird interessant werden. Auf jeden Fall. Ah, Moment. Wir haben uns vorhin um den einen Typen gekümmert. Der hat auch keinen Langspeer dabei. Alles super. Ja, wir müssen erstmal den aus dem Weg räumen. Da führt kein Weg dran vorbei. Er kommt auch nicht direkt rüber, schade. Ja, hau ihn weg.
So, das zaugt doch so. Ja, Joshua könnte auch noch jemand sein, den wir recht früh schon entwickeln, mal sehen. Wenn er uns noch eine Weile begleiten wird, ist das eigentlich kein schlechter Plan. So, als nächstes muss ich mich allerdings darum kümmern, dass es ihm besser geht. Gut, Res 8, wie stark war jetzt der hier? 6 Schadenspunkte auch wieder, das ist dasselbe Problem wie vorhin. Beide haben 6% Crit. Und 6% sind schon nicht zu unterschätzen, ne? Bei 6% sollte man vorsichtig sein. Das ist mehr, als es den Anschein hat. Na, okay. So mäßig gerade. Sie könnte aber ein ziemlicher Magiekiller irgendwann mal werden, wenn sie dann mal Magie benutzen kann und sowas ziemlich lang auf sich warten lassen wird. Ross für Notfälle immer da lassen. Genau, da kommt er wieder. Na, stimmt, sind sogar 21 dann, die er mit einem Crit macht in dem Fall. Oh, er ist auch ein bisschen langsamer, der Gegner, immerhin. Ja, vielleicht stelle ich sogar Ross mal kurz rein. Weiß nicht. Erscheint mir jetzt nicht so abwegig, das Ganze. Oh Gott. Yeah, man kann leider keine Wände critten. Das wäre schön. Das dauert also ein bisschen, bis wir diese Wand durchbrechen. Irika hat ihr Rapier dabei. Das wird hier Wunder bewirken, wie man sehen kann. Ist das natürlich eine ganz tolle Sache. Und da hat sie sich auch gar durchgearbeitet. Mann, sie ist so hoch vom Level, das ist unglaublich. Ja, vielleicht doch etwas, naja, zu einseitig kann man nicht sagen. Das passt schon von der Verteilung. Das ist okay. Man kann auf jeden Fall auch einseitiger alles verteilen. So, dann müssen wir hier schauen, dass wir den Durchbruch irgendwie hinbekommen. Aber das kriegen wir mit dem nächsten Zug schon hin. So, jetzt wird es nochmal interessant hier. Aber Lute dürfte ganz gut sein in dem Fall. Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das taugt. Bereite vor. Gut so. Sie kann auch noch 2 Donner abbekommen, ohne Probleme. Und hier haben wir auch keine feindliche Crit Rate. Deswegen ist alles super. Ah, ich weiß nicht, ob ich wieder mit Naimi finishen will. Ich werde so häufig enttäuscht. Weißt du was, wir heilen jetzt erstmal dich hoch und dann sehen wir mal, wer finisht. Wenn du 2-mal triffst, ist ja auch alles in Ordnung, ne? Das ist auch ein guter Plan. Und wir haben noch einige Ziele, die wir heilen können. Unser Blitzbuch ist danach auch aufgebraucht. Dann wird es allmählich Zeit, sich neue Magiebücher zu kaufen. So wie es aussieht. Sehr gut, das haben wir also geschafft. Dann ist doch alles prima. Blitz zerbrach. Arthur kann nichts mehr tun, oh mein Gott. Bin ich mir nicht mehr sicher. Vielleicht, wenn man den Thronsaal betritt, kann sein, dass irgendwas getriggert wird. Mal sehen. Ach, Moment, ich komme ja da drüben schon durch, sehe ich gerade. Ja, perfekt. Noch besser, schaffen wir den Durchbruch sofort. Hat irgendwer eigentlich einen Türschlüssel oder sowas? Nee, oder? Da drüben hat kein Gegner irgendwas in die Richtung gedroppt, schade. Dann brauchen wir noch ein bisschen länger. Okay, von mir aus. Warte, du hast... Okay, hast genug Leben, kein Problem. Irika kümmert sich um den hier mit einem Eisenschwert. 100%, jawohl. Ephraim sollte sich dann eher um den Boss kümmern. Der braucht auch auf jeden Fall noch ein bisschen Training. Fällt im Vergleich zu Irika etwas zurück jetzt mittlerweile. Aber ich bin ganz zufrieden. Durchtrainiert ist Irika einiges wert, das ist auf jeden Fall so. Ja, und damit sind wir erfolgreich durchgebrochen. Müssen uns nur noch um den Boss kümmern. Wir machen das mal so. Geht etwas schneller. So, ein bisschen Heal noch verteilen. Oh ja, kann man einiges an Heal noch rausholen. Das ist ziemlich fantastisch. Halt, Moment, retten. Nehmen und absetzen, so rum. Oh ja, so viel Heal, was wir brauchen. Macht aber auch nichts. Erstmal ist Ephraim dran. Ist sowieso ganz gut geeignet für den Boss hier. Er hat eine effektive Lanze und auch keinen Waffendreiecksnachteil, wie jetzt Irika das hier hätte. Er geht nur auf dieses Feld, wollte nochmal kurz überprüfen, nicht, dass ich gerade einen Positionierungsfehler gemacht habe. Das wäre etwas schlecht, aber nö, ist nicht der Fall. Alles in Ordnung. So, sehen wir mal, was wir noch kriegen. Ein Silberschwert zum Beispiel. Jetzt ist allerdings sein Inventar wieder voll.
Okay, und wir sollten noch ein bisschen für Heal sorgen. Ja, der ist in 2 Hits down, der Boss. Ja, ich kann mit Natascha heilen und sie gleichzeitig wieder rausretten, das ist in Ordnung. Ja, meine Männer waren wohl nicht in der Lage, ihren Auftrag auszuführen. Dann liegt's wohl an mir, euch meine ganz besondere Macht spüren zu lassen. Ah, wir haben mittlerweile das coole Boss-Team. Ja, sogar einmal ausgewichen. Nicht schlecht. Aber das wirst du nicht lange durchhalten, das sage ich dir gleich. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir die Truhe überhaupt öffnen können. Ich glaube, ich muss eh was in den Vorrat schicken und so oder so muss ich noch ein paar Mal auf den Vorrat zugreifen. Denn wir sollten hier auf jeden Fall den Vorrat ordentlich auffüllen. Das hat mit einer bestimmten Mechanik zu tun, die noch kommt. So, Tirado greift nochmal an. Boah, hat doch einmal getroffen. Coole Generalsanimation. Wow, er ist schon wieder ausgewichen. Was, schon wieder? Hör auf, Tirado. Ich hab verdammte 70%. Lass den Quatsch. Okay, wir können direkt auf die Truhe nochmal zu. Greif und krieg eine Elysias-Peitsche. Das ist etwas ganz Tolles. Oh, sehr spannend. Schicke ich gerne rüber. Wo er gerade kommt. Du kannst ja mittlerweile Silberschwerter nehmen, oder? Oh. Wir haben auch den Vorteil mit dem geringeren Gewicht zusätzlich. Das war ihr halt schon mächtig, dass die ist damit ultraschnell unterwegs. Ja, das ist ziemlich mächtig. Will ich mal meinen. Müssen wir ein paar Dinge in den Vorrat noch bringen. Hm, das kann eh nur sie nehmen, ne? In dem Teil. Ne, wir lagern mal alles ein soweit. Das hat schon alles seine Richtigkeit. Ist in Ordnung so. Mann, Tirado. Jetzt müssen wir doch Ephraim hochheilen hier mit Pflege und sie dann rausretten. Damit hätte ich echt nicht mehr gerechnet. Aber hier haben wir keine andere Wahl. Das wäre anderweitig zu gefährlich. So, bitteschön. Wir machen das schon. Wir sind ja ein Team hier, das zusammengehört. Bin mir gerade gar nicht sicher, dass wir noch alles an Supports aufbauen können hier nebenbei, aber lassen wir das alles mal so. Von der Aufteilung. So, Ephraim. Schaffst du es dann gar mit dem nächsten Hit? Mal sehen. Aktiv angreifen ist ein Fehler, da eben 18 Schaden macht mehr als die Hälfte. Das darf ich nicht machen. Das wäre töricht. Ah, jetzt geht's daneben. Schon wieder. Was? Och nein! Das gibt es nicht. Der hat verdammte Pavise getriggert. Was zum... Warum macht Tirado das? Wisst ihr, wie unwahrscheinlich das ein verdammt normal Sacred Stones ist? Ja, ist eine besondere Fähigkeit der Generäle. Oder Großschild. Die haben sie es so übersetzt. Ich glaube, im Englischen ist trotzdem noch Pavise geblieben, oder? Ich meine. Egal. Das ist jedenfalls gemein, was der gerade getan hat. Und das ist nicht in Ordnung. Ich gehe mich beschweren. Oh Mann, ey. Was ist das für ein komischer Kampf da oben? WTF. Ich flippe aus, Leute. So, bitte alles reinlegen. Halt, Quatsch, das Rapier nehmen wir uns wieder. Stopp. Das ist auf jeden Fall eine Waffe, die sowieso nur sie tragen kann. Das ist so dezent triggern, was Tirado da abzieht. Vor allem verbrauche ich meine verdammten Regen-Life-Anwendungen. Was soll da? Soll der Quatsch? Oh Mann, ey. Okay, wir probieren es jetzt nochmal. Verdammt nochmal, Tirado. Aha, geht doch. Sehr beeindruckend. Trotzdem, ich erwarte, dass ihr euch noch wünschen werdet, hier durch meinen Stahl euer Leben ausgeaucht zu haben. Lord Walter ist nicht annähernd so gnädig, wie ich es bin. Ah, da hat er wohl recht, aber wir kriegen erstmal ein hoffentlich gutes Level up. Mal sehen. Das taugt sehr gut. Man, irgendwie stat-technisch, manchmal hat man den Eindruck, Ephraim ist ein Hector in schnell. Weil er hat auch gute Defensivwerte und eine fantastische Offensive. Aber halt auch super Geschwindigkeit noch dazu, ne? Wobei ich auch ein bisschen Glück mit seiner Geschwindigkeit, glaube ich, habe. Wie machen wir das jetzt? Wir haben noch einige Heals, die ausstehen eigentlich. Und ich würde ganz gerne noch ein bisschen Zeugs in den Vorrat legen. Deswegen gehen mal kurz alle nach da drüben. Nochmal. Abschließend.
Du kümmerst dich mal um... Quatsch, Moment. Heilungsstab bitte. Ach nee, Arthur hat ja eh nichts dabei. Ne? Großartig. Ich überlege nur gerade, was ich noch alles in den Vorrat lege. Dazu zählen vor allem die Elixiere dieser Leute. Sehr wichtig. Warte, konnten wir gerade plaudern? Hab gerade nicht aufgepasst, ich meine, aber da war was. Genau, noch die helle Bade zum Beispiel ist auch was. Da ist man froh, wenn man es hat. Die Engelsrobe hat er dabei. Stopp, Moment, dann ist er doch ganz sinnvoll. Sie brauche ich jetzt nicht mitzuschicken und sie auch nicht. Dann passt das so von der Verteilung. Ist nur gerade ziemlich wichtig, dass wir wirklich den Vorrat noch ein bisschen ausnutzen hier. So, genau. Ab geht's. Gib das Zeugs in den Vorrat. So. Das lohnt sich nämlich richtig, hier mal ein bisschen Zeugs abzugeben. Geben. So. Ross ist da noch dran. Versorgung geben. So, alles in Ordnung. Wunderbar. Dann können wir eigentlich besetzen, würde ich sagen. Noch eine Heilung triggern wir hier. Zusätzliches Training steht ja nicht aus. Das könnte man hier jetzt natürlich noch total ausnutzen. Mit einer Stabnutzerin, das ist schon klar. Aber sowas machen wir ja nicht. Das würde irgendwie das kein Training ein bisschen sprengen. Also was teilweise von den Effekten krasser ist als ein bisschen Arena-Training und so. Gerade wenn man es leicht kontrollieren kann mit Stäben. Mit Staff Abuse und so kannst du halt wirklich krass was ausnutzen teilweise. Das hat massiv viel drin. Sieht gut aus, doch. Sieht gut aus. Achso, es ist noch, natürlich er selbst, aber... Moment, nee, hast du deinen eigenen Vorrat hier nicht? Achso, ich kann nur ihren Vorrat nutzen. Okay, ich dachte eigentlich, das ginge. Warte mal, Kolm. Moment. Verdammt. Ja, das klappt so nicht. Das wird so nicht klappen. Da müssen wir doch noch eine Runde warten. Ich würde nämlich ganz gerne auch Ephraims Zeugs noch mit abgeben, wenn möglich. Gib mal darüber. So. Genauso machen wir das jetzt. Ach, Moment. Moment, wie machen wir das? Ah ja, natürlich kannst du ja neben dem Thron auch einfach absetzen. Gut. So ist es in Ordnung. Dann kann ich aber wirklich noch einen Heal machen. Verdammt! Jetzt habe ich sie gerettet. Ach, egal. So, bitteschön. Du bleibst bei deinem Regen live und dann warten wir auf dem Thron. Ach, wir konnten nicht besetzen, wartet mal. Ach, Eureka ist hier Main Lord, ne? Ich vergesse das die ganze Zeit. Mensch, das nervt mich gerade. Ist schon schlimm, ne? Ja, ist jetzt egal. Mein Gott, ey. Ja, ja. Das verwirrt einen, weil beide sind ja Lords, ne? In anderen Spielen geht das schon teilweise dann so. Aber gut. Bruder, ich hab dir viele Sorgen bereitet, nicht wahr, Eureka? Und dir vermutlich auch, Seth. Ganz und gar nicht. Wir sind glücklich, dass ihr unversehrt seid. Aber sagt mir, Prinz, wisst ihr von Orsons Verrat gegen euch und ganz René? Ja, obwohl ich leider zu spät davon erfahren habe. Es wurde mir erst klar, nachdem wir in Rennwald in einen Hinterhalt geraten sind. Ich find's immer noch schwer zu glauben, bedenkt man all die Jahre, die er in den Diensten von René stand. Moralisch gesehen bin ich für seine Misere verantwortlich. Ephraim. Ephraim? Was ist Myr? Etwas kommt, es nähert sich. Dunkel, groß, in großer Anzahl. Ich verstehe, es sieht aus, als sollten wir schnell von hier verschwinden. Hey Bruder, dieses Mädchen? Ihr Haar ist Indigo-Farben, wo hast du... Na, das ist eine lange Geschichte, doch jetzt müssen wir von hier weg. Unnötig zu erwähnen, dass Imperator Vigard einige unnatürliche Kräfte in seine Dienste gestellt hat. Wir müssen all die anderen vor dieser Gefahr warnen. Oh, es wird spannend, Leute. Ich überspeichere mal das hier. Eine neue Reise, das ist nämlich ein entscheidendes Kapitel. Ganz entscheidend, Leute. Und ein schöner Abschluss vor allem hier. Was ist los, Eureka? Ich habe über Leor nachgedacht. Es ist 1,5 Jahre her, seit wir ihn zuletzt gesehen haben. Du hast recht. Es war auf Burg Rado. Ist es denn wirklich erst 1,5 Jahre her? Eine Rückblende, mal ein bisschen mehr erfahren. Ziemlich viel Action hier in Sacred Stones, ne, wenn man das so berücksichtigt bisher.
Von der Story ist es noch so relativ, ne? Hat sich noch nicht so viel getan, zumindest. Ephraim, Lior, wo seid ihr beiden? Wir sind hier drüben, Erika, du solltest dich besser beeilen. Ephraim sagt schon, dass er das Warten satt hat. Oh, bitte, ich bin sicher, dass ihr noch ein paar Momente warten könnt. Du bist spät. Wie kommt es, dass du dich auf eine so kurze Reise so lange vorbereiten musst? Bleib ruhig, Ephraim. Es besteht kein Grund, zu deiner eigenen Schwester so barsch zu sein. Schließlich muss ein König lernen, die Damen mit Ehre und Taktgefühl zu behandeln. Zumindest sagt das Vater MacGregor. Vielen Dank, Lior. Du bist ganz im Gegensatz zu meinem Bruder ein wahrer Gentleman. Ich lag viel zu lange wach, weil ich über mein Gebet an die Flamme des Tempels letzte Nacht nachgedacht habe. Und ich fürchte, ich habe verschlafen. Dein Gebet, was plapperst du denn da? Komm schon, du weißt doch, dass diese Flamme seit dem Ende der Zeit der Dunkelheit brennt. Du musst doch die Geschichte der Flamme kennen, die das Gebet jedes Pilgers erhören wird. Wirklich, das wusste ich nicht. Oh, Ephraim, Vater MacGregor wird dich ausschimpfen, weil du deine Studien so sehr vernachlässigt hast. Mach bloß keine Witze darüber. Aber sag uns, wofür hast du dich entschlossen zu beten, Erika? Das ist ein Geheimnis. Das hätte ich mir denken können, du bist so langweilig. Und wie steht das mit dir, Ephraim? Ich mal sehen. Ich bete dafür, ein stärkerer Kämpfer zu werden. Das sieht dir ähnlich, Ephraim. Ja, in der Tat, Bruder. Ich kann nie unterscheiden, ob ihr mir ein Kompliment macht oder mich verspottet. Wir loben dich natürlich, nicht wahr, Erika? Ja, genau so ist es. Und du, Lior, wofür wirst du beten? Was ich? Ha. Ich glaube, alles, was ich wirklich will, ist, dass unser Volk für immer glücklich und zufrieden sein wird. Das ist sehr, das sieht dir sehr ähnlich. Allerdings, Lior. Und jetzt kann ich nicht sagen, ob ich gelobt werde, oder? Du wirst gelobt wie immer, Lior. Sag mir, warum die rasche Entscheidung, den Tempel zu besuchen? Hat mein Bruder wieder etwas angestellt? Jetzt pass mal auf, du! Oh nein, es geht nicht darum, was Ephraim getan hat. Viel eher darum, was er nicht getan hat. Er hat gar nichts über die heiligen Steine und die Tempelflamme gelernt, daher. Vater MacGregor war wirklich sauer. Er sagt, einer, dessen Schicksal es ist, zum König zu werden und eine ganze Nation zu regieren, muss die Geschichte seines Reiches kennen und die heiligen Steine stets in Ehren halten. Schon seit ich nach Grado kam, besteht mein Leben nur aus Schelte und Geiselung. Vater MacGregor findet nicht, dass ich irgendetwas Königliches an mir hätte. Aber General Dunell hat nur Worte des Lobes für dich übrig, Ephraim. Er sagt, du seist mutig und ehrlich und dass du über die Merkmale eines großen Königs verfügen würdest. Ein großer König? Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Erika sollte den Thron übernehmen. Ich wäre damit zufrieden, mit meiner Lanze in der Hand die Länder als Söldner zu bereisen. Ephraim, das ist nichts als dumme, verantwortungslose Romantik. Erkennst du denn nicht, mit welchem Schmerz deine Worte Vaters Herz erfüllen würden? Sprechen wir dann auch von demselben Mann? Unser Vater wird uns vermutlich alle noch überleben. Für den Moment bin ich schon damit zufrieden, die Lanzenkunst von General Dunell zu erlernen. Was mit dir, Lior? Gibt es etwas, das du gerne tun möchtest? Ich. Ich denke, ich möchte so werden wie mein Vater. Du wurdest zum Imperator von Grado geboren, Lior. Ich stehe dir nur zu. Nein, das finde ich nicht. Ich bin nicht. Wenn ich etwas von meinem Vater gelernt haben sollte, dann die Tatsache, dass es nicht leicht ist, sein Imperator zu sein. Jeden Tag muss er sich die Beschwerden des Volkes anhören. Und er bekommt kaum genug Schlaf. Mein Vater ist immer so müde. Ich hoffe, dass ich ihm helfen kann. Lior, du bist so ehrenhaft. Du könntest dir eine Scheibe von ihr abschneiden, Bruder. Du und deine ständige Kritik. Sag mal, Erika, was hältst du davon, dich zu kleiden wie ich und an meiner Stadt König zu werden? Du bist so dürr, dass ich bezweifle, dass irgendjemand bemerken könnte, dass du gar kein Mann bist. Ha! Ha! Ephraim! Das ist ganz witzig irgendwie. Diese Rückblende mal ein bisschen, ne? Es ist schön, mal ein bisschen Character Development zu haben, ne? Das gefällt mir definitiv. Das ist interessant, weil Ephraim ist ja eigentlich auch so ein Kämpfer. Das mit dem Söldner, da sind einen spontan irgendwie ein Ike. Ich glaube, die beiden würden sich echt gut verstehen. Umso ärgerlicher finde ich die Entscheidungen, die man mal wieder bei Warriors trifft. Aber nun gut, wie auch immer. Das wären nämlich echt coole Supports, die man da einbauen könnte. Just saying, aber egal. Was denkst du, macht Lior jetzt? Als Imperator Vigard die Invasion befohlen hat, wie mag sich Lior wohl dabei gefühlt haben? Er war stets so sanftmütig, aber er verehrt seinen Vater. Er würde sein Handeln niemals in Frage stellen. Aber der Imperator verhält sich völlig irrational. Ich hoffe, er hat sich noch nicht so weit von der Vernunft entfernt, dass er sein eigenes Fleisch und Blut verletzen würde. Ich bete nur für den Tag, an dem wir drei wieder vereint sein können. Dieser Tag wird kommen, da hege ich keine Zweifel.
Und die Reise geht immer weiter. Jetzt erstmal zurück. Erstmal sammeln. Wieder vereint sind sie ja. Ist eine gute Nachricht auf jeden Fall. Das war ja erstmal unser Hauptziel. Ne? Eirika, Ephraim, willkommen. Euch beide gemeinsam zurückkommen zu sehen, ist wie ein Traum, der wahr wird. Ihr müsst wissen, dass ich jeden Tag für eure sichere Rückkehr gebetet habe. Ich bin so glücklich, dich zu sehen, Tana. Es tut mir leid, Tana. Ich wollte dir keine Sorgen bereiten. Oh, das ist jetzt unwichtig. Alles, was jetzt noch zählt, ist, dass wir wieder zusammengeführt wurden. Mein eigener Bruder wird schon bald auf dem Feld zurückkehren. Es wird so schön, wieder zusammenzusitzen und alle Dinge zu besprechen. Prinzessin Tana, Prinz Innes ist von der Front zurückgekehrt. Willkommen zu Hause, lieber Bruder. Bin so glücklich zu sehen, dass du wohlbehalten zurückgekehrt bist. Du hast doch wohl nichts anderes erwartet, oder? Dachtest du etwa, Grados Schnecken könnten mir auch nur nahe kommen? Mit meinem Bogen kann ich jeden Soldaten von Grado von hier bis zum Palast des Imperators niederstrecken. Gut gesprochen, Innes. Ephraim. So schön zu sehen. Ist schön, euch zu sehen, Prinz Innes. Ich hörte, René sei gefallen. Ich glaube, ich habe euch zuvor gewarnt. Dies konnte nur geschehen, weil ihr Grado die Gelegenheit zum Angriff gegeben habt. Bruder, hüte deine Zunge. Dies ist kein Anlass für solch harsche Worte. Ephraim und Eirika haben in diesem schrecklichen Krieg ihren Vater verloren. Es tut mir leid, vom Tod eures Vaters zu hören. Hört zu, Ephraim. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, Grado zu besiegen und diesen Krieg zu beenden. Oh, Innes. Eirika, Ephraim, es tut mir leid. Schon gut, es ist tröstend zu sehen, dass inmitten all dieser Wirren zumindest er sich nicht verändert hat. Seit ich denken kann, hat Innes mich gehasst. Mein Bruder betrachtet dich als Rivalen, Ephraim. Und wie du weißt, möchte er immer der Beste in allem sein. Der beste König, der beste General, der beste Kämpfer, der beste Mann. Er wird es nicht zulassen, dass ihn irgendjemand übertrifft. Tana, du redest zu viel. Aber es ist ziemlich lustig, weil Innes einfach so ein ziemlicher Kontrast zu bisherigen Charakteren darstellt. Mein Vater wünscht, dass ihr euch beide mit ihm zum Kriegskonzil einfindet. Kommt mit mir, um an eurer offiziellen Audienz teilzunehmen. Ja, selbstverständlich. Es gibt viel, was ich ihm zu berichten habe. Es wird uns eine Ehre sein, daran teilzunehmen. Hier entlang. Es erfreut mein Herz, euch alle hier in der Sicherheit der Wände unseres Schlosses zu wissen. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit für Plaudereien, aber lasst uns hören, was ihr zu berichten habt. Nun gut, erlaubt mir zu beginnen. Ich habe die Hauptstreitmacht von Frelias Armee nach Süden geführt, um Grado direkt anzugreifen. Unsere Truppen haben sich behauptet und der Kampf verläuft zu unseren Gunsten. Aber das große Rätsel bedarf noch immer einer Lösung. Warum hat Grado diesen Krieg überhaupt begonnen? Eure Majestät, es kann sein, dass wir in diesem Zusammenhang etwas entdeckt haben. Während unserer Reisen erhielten wir Informationen, die schwer auf unseren Herzen lasten. Ah ja, unser Bote überbrachte euren Bericht vor einigen Tagen. Grado versucht, die heiligen Steine zu zerstören. Geht es darum? Ja. Wir haben die Verteidigung des Turms verstärkt. Für den Moment befindet sich Frelias Stein in Sicherheit. Aber ein Punkt lässt uns immer noch verwirrt. Was hofft Grado durch die Zerstörung der heiligen Steine zu erreichen? Das wissen wir nicht. Die Legenden besagen, dass die Steine uns alle vor der Macht des Bösen beschützen. Ich weiß nicht, ob hier ein Zusammenhang besteht, aber ich hörte eine Geschichte über Grado. Sie lässt mir keine Ruhe und ich möchte sie gern mit euch teilen. Myr, bitte tritt vor. Ja? Wer ist dieses Mädchen? Auf ihrem Rücken. Schwingern? Ephraim, wer ist sie? Das ist Myr. Ich traf sie, während ich in Grados Territorium kämpfte. Myr, würdest du bitte die Geschichte erzählen, die du auch mir erzählt hast? Bitte, Ephraim, erzähl du sie. Sie ist ein wenig scheu. Also gut, Myr sagte mir, dass sie einer alten Rasse des Drachenvolks angehört. Sie werden in einigen Legenden erwähnt. Man nennt sie den Stamm der Manakete. Manakete? Ja, ihr Name taucht mehrfach in der Geschichte der Heiligen Steine auf. Es heißt, sie seien weder Mensch noch Dämon, sondern eine eigene, unnahbare Rasse. Bitte, Myr. Wir leben im Osten, im Düsterwald. Eines Tages? Ja? Wir fühlten etwas. Eine unheilvolle Energie im Süden. Sie kam aus der Richtung Grados. Sie fühlten eine Macht, die aus dem Imperium von Grados strömte. Saleh und ich, wir zogen aus, um diese Energie zu untersuchen. Doch auf unseren Weg gerieten wir an einen Kampf und wurden so in den Konflikt hineingezogen. Myr verirrte sich und wanderte ziellos in einer isolierten Region nahe Grados, Grenze umher. Dort traf ich auf ein paar üble Gestalten. Sie täuschten mich und legten mich in Ketten. Auch stahlen sie meinen Drachenstein. Danach bereiteten sie mich für den Transport vor. Dies war der Moment, in dem Ephraim auf den Plan trat und mich rettete. Ich stieß rein zufällig auf Myr, als Grados Männer uns in einen Hinterhalt lockten. Alles, was sie mir erzählte, schien so unglaubwürdig zu sein, aber dennoch. Als ich ihrer Schwingen gewahr wurde, musste ich ihr einfach Glauben schenken. Diese dunkle Welle der Energie strömt noch immer aus den Ländern im Süden. Ihr Fluss ist stark und tief. Er hat die Bösen erweckt. Ich möchte ihn aufhalten.
Euer Majestät, ich bringe Nachricht. Was ist von solcher Dringlichkeit, dass du es wagst, ein privates Konzil zu unterbrechen? Der Turm, in dem der heilige Stein von Freljord aufbewahrt wird, wurde von Gradus' Armee zerstört. Wie, das ist unmöglich. Was mit den Soldaten, die dort ihren Wachdienst verrichteten? Es sollten doch so viele... Die feindliche Streitmacht. Sie wurden von Kelleach, dem Tigerauge, und Selena, dem Flussspat, angeführt. Unsere Soldaten fielen, bevor der halbe Tag vorüber war. Selena, der Flussspat. Nur General Dunell steht beim Imperator Vigard in höheren Ansehen. Sie ist eine mächtige Kriegerin. Sie kam persönlich. Man will die heiligen Steine also wirklich zerstören? Verdammt! Turm von Valny. Tja, da werden die Frelianer ausgelöscht. Na super. Oh nein. Schon am Ziel. Dieser Felsklumpen ist also ein heiliger Stein, wie so viel aufheben, so etwas so Zerbrechliches wie das hier. Seht doch, wie leicht er zerbröckelt. Haben wir dadurch nun irgendeinen Vorteil? Nicht, dass es mich kümmert, aber... Schwarzherziger Narr, was hast du getan? Ohne den Schutz des Steins wird sich der Schrecken verbreiten. Wie, was war denn das? Immer noch am Leben, wie? Komm, wenn du noch irgendwelche letzten Worte hast, will ich sie gern hören, du frelianischer Narr. Oh, Monster. Du verschwendest deine letzten Worte mit Beleidigungen, noch dazu mit jämmerlichen. Wohl kaum die richtige Note, um die ewige Symphonie zu beginnen. Findest du nicht auch, nun denn stirb. Halt! Was machst du da, Kelleach? Unsere Aufgabe war es, den heiligen Stein zu zerstören. Das weiß ich, und ich habe ihn zerstört, oder etwa nicht. Aber wenn wir diese frelianischen Hunde nicht beseitigen, könnten sie... Du wirst die Klinge gegen niemanden erheben, der nicht in der Lage ist, sich zur Wehr zu setzen. Der Imperator wünscht nicht, dass wir grundlos töten. Das wäre Mord. Genau, der Imperator. Dein Name ist Selena, nicht wahr? Sag mir, Selena, was verleiht dem Wort dieses zeitgesichtigen alten Narren solche Wichtigkeit? Schurke, wie kannst du es wagen, seine imperiale Majestät zu beleidigen? Hey, ich scherze nur, reg dich nicht gleich so auf. Aber jetzt verstehe ich, du bist ein wahrhaftiger und loyaler Soldat. Ich verschwinde von hier, bevor Frelia Verstärkung schickt. Kommst du mit? Tja, das funktioniert wohl auch nicht gut, diese Teamstart. Wie konnte das geschehen? Wie konnte ich zulassen, dass unser heiliger Stein zerstört wird? Dunkle Energien aus der Hauptstadt des Imperiums. Böse Monstrositäten, die über unsere Länder streifen. Vigards wahnsinnige Invasion. Jetzt auch noch die Zerstörung unseres heiligen Talismans. Noch immer wissen wir nichts über Gradus' wahre Absichten. Einmal mehr sind wir in dunklen Zeiten gefangen. Aber wir können nicht einfach händeringend hier sitzen. Zuerst müssen wir die Nation warnen, in denen die verbleibenden heiligen Steine aufbewahrt werden. Wenn Vigard danach trachtet, die Steine zu zerstören, sind wir alle in großer Gefahr. Gehanna und Rausten müssen gewarnt werden. Die Nationen müssen sich vereinen, um gegen unseren gemeinsamen Feind bestehen zu können. Denkt ihr, sie werden uns glauben? Diese Geschichte ist nicht leicht zu glauben, dem muss ich zustimmen. Ich werde gehen, Vater. Innes. Ein persönlicher Besuch durch den Prinzen von Frelia ist etwas, das sie nicht ignorieren werden können. Ich werde nach Gehanna reisen, um dort eine Allianz mit der Königin zu schmieden. Wenn unser heiliger Stein zerstört wurde, könnte Gehanna sich in noch viel größerer Gefahr befinden. Vater, ich kann nicht zulassen, dass ihr die Nation in einer solchen Krise verlasst. Es ist zwingend erforderlich, dass ich derjenige bin, der die Reise antreten wird. Und ich werde nach Rausten gehen. Irika? Du weißt, dass ich nicht erlauben kann, dass du dich solcher Gefahr aussetzt. Sei beruhigt, lieber Bruder. Ich werde mit einem Schiff die nördliche See überqueren, um nach Rausten zu gelangen. Es wird keine Gefahr entstehen. Und ich habe einen Eid geleistet. Ich werde kämpfen, wie du es getan hast, so lange, bis René befreit ist. Ich verstehe. König Hayden, ich werde mit meinen Truppen von Westen auf die imperiale Hauptstadt marschieren. Von Westen? Willst du damit andeuten, du würdest von hier aus einen Angriff auf Grado wagen? Wenn wir Burg Grado einnehmen können, ist der Krieg vorüber. Die heiligen Steine werden wieder sicher sein. Wenn wir hier beginnen und mit aller Macht voranpreschen... Und wenn du die Hauptstadt erreicht hast, was dann? Die Guards Generäle werden dort bereits auf dich warten. Wenn sie sich uns in den Weg stellen, werden wir kämpfen. Aus dir spricht die tollkühne Courage deines Vaters, nicht wahr? Also gut, ich setze all meine Hoffnungen in euch drei. Innes, du wirst nach Gehanna gehen. Irika bricht nach Rausten auf und Ephraim zieht auf die imperiale Hauptstadt zu. Geldmittel sollt ihr erhalten, doch Soldaten können wir nur wenige entbehren. Auf jeden von euch wartet ein steiniger Weg. Sollte auch nur einer von uns eine Niederlage erleiden, wird sich das Blatt zu Gradus' Gunsten wenden. Es darf keine Fehler geben, wir dürfen nicht versagen. Wo ich das Kommando führe, gibt es keine Fehler. Ich hege keinen Zweifel, ich werde erfolgreich sein, das schwöre ich. Kommt, es ist Zeit zu gehen.
10.000 Gold erhalten. Leb wohl, Bruder. Ich werde zurückkehren. Um ehrlich zu sein, ich möchte dich noch immer nicht ziehen lassen. Ich würde es vorziehen, dass du hier auf meine Rückkehr wartest. Bitte, Ephraim, es wird nichts geschehen. Du musst dir keine Sorgen machen. Meine ist die leichteste unserer Aufgaben. Ich werde niemals in Gefahr sein. Viel eher bin ich wegen deiner Mission in Sorge. Du forderst die Macht eines Imperiums mit nur einer Handvoll Männer heraus. Was soll das denn? Hast du dein Vertrauen in mich verloren? Nein, natürlich nicht. Ich kenne deine wahre Stärke, Ephraim. Niemand kann dich bezwingen. Ha, wenn ich diese Worte aus deinem Mund höre, wird mein Herz sofort von Zuversicht erfüllt. Ich denke, ich kenne meine eigenen Grenzen. Ich werde mein Können nicht mit Selbstüberschätzung ausüben. Schließlich kann ich nicht sterben und dich allein zurücklassen, oder? Ephraim, werden beide überleben und wieder vereint sein. Gib mir dein Wort darauf, Irika. Du hast es, Bruder. Die Wege von Irika und Ephraim trennen sich nun. Wen von ihnen wirst du begleiten? Tja, Leute. Mit dieser Entscheidung geht es beim nächsten Part weiter, aber ich habe ja schon gesagt, wir spielen beide Routen. Anfangen werden wir also mit der oberen, aber es ist schon ein sehr, sehr langer Part jetzt und ich würde sagen, hier steigen wir aus und machen beim nächsten Mal weiter. Insofern natürlich vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Fire Emblem Sacred Stones.